Dieses Museum in Bordeaux hat sich der Kulturgeschichte verschrieben. Mit einer neuen Dauerausstellung beleuchtet das Musée d'Aquitaine jetzt ein dunkles Kapitel der französischen Vergangenheit. In Bordeaux blühte im 18. Jahrhundert der Sklavenhandel. Es gibt viele dunkle Stellen in der Geschichte. Sie zieht, wie man weiß, einen Strom von Schmutz und Tränen mit sich. Wir wollen zeigen, dass diese Geschichte überwunden werden muss. Deswegen haben wir auch einen Raum zur Gegenwart mit dem Titel Das Erbe. Vor allem mit Videos wird das Leiden der Sklaven vermittelt. Nantes war der Hafen in Frankreich, in dem die meisten Schwarzen ankamen und weiter verschifft wurden. Dann folgte Bordeaux mit bis zu 150.000 Sklaven. Im 18. Jahrhundert machte der Handel mit Schwarzen über 4% der Wirtschaftsleistung der Stadt aus. Um die Vergangenheit aufzuarbeiten, richtete die Stadtverwaltung vor 3 Jahren eine Arbeitsgruppe ein. Einer der Vorschläge war, einen Ort der Erinnerung einzurichten, aber dort auch ausführlich darzustellen, welche Rolle Bordeaux bei der Sklaverei und dem Sklavenhandel spielte. Die Ausstellung blickt auch in die Gegenwart und fragt, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft heute miteinander leben. Zu sehen sind Bilder von Einwohnern Bordeaux. Ich glaube, es spiegelt einfach das Zusammenleben der Ethnien in Frankreich wider. Eröffnet wird die neue Dauerausstellung an einem symbolischen Tag. Der 10. Mai ist in Frankreich der Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei.